Löse die Gleichung 35 minus x in Klammern mal 36 minus x in Klammern ist gleich 39 minus x. Wenn wir diese Gleichung lösen, dann könnten wir zunächst auf die Idee kommen, dass wir diese beiden Klammern auflösen. Dazu müssten wir dann zweimal hintereinander das Distributivgesetz anwenden, also 35 mal diese zweite Klammer minus x mal diese zweite Klammer. Und dazu müssten wir auch 35 mal 36 rechnen, was dann eine ziemlich große Zahl werden würde. Insofern möchte ich euch hier gern einmal eine alternative Lösung zeigen. Es ist nämlich auch auffällig, dass wir eine sehr ähnliche Struktur hier in den Faktoren haben. Also 35 minus x, hier haben wir dann 36 minus x und auf der rechten Seite steht 39 minus x. Und immer wenn man solche ähnlichen Strukturen hat, dann kann man auch über eine Substitution nachdenken. Und zwar sagen wir jetzt einfach einmal, dass 35 minus x, das wollen wir substituieren durch eine Variable z. Also 35 minus x wollen wir ersetzen durch z. Wenn dem so ist, dann können wir jetzt auch den zweiten Faktor substituieren. 36 minus x ist auch das gleiche wie 35 minus x plus 1. Das heißt, wenn wir jetzt wieder 35 minus x durch z substituieren, dann erhalten wir z plus 1. Und auf der rechten Seite der Gleichung ganz ähnlich. Hier hätten wir dann 35 minus x plus 4. Das wird dann also z plus 4. Und ihr seht schon, wenn wir jetzt diese Gleichung lösen, das wird sehr viel einfacher, weil die Zahlen viel kleiner sind. Im nächsten Schritt wenden wir auf der linken Seite der Gleichung das Distributivgesetz an. Also a mal in Klammern b plus c ist a mal b plus a mal c. In unserem Fall bedeutet das also z mal z, das ergibt z zum Quadrat und z mal 1, das ergibt z, also erhalten wir noch plus z und das ist gleich z plus 4. Als nächstes können wir minus z rechnen und damit vereinfacht sich die Gleichung zu z Quadrat ist gleich 4. Und jetzt ziehen wir nur noch die Wurzel und erhalten das z gleich plus minus 2 ist. Nun resubstituieren wir. Wir substituieren also zurück. Z steht für 35 minus x. Also können wir sagen, dass 35 minus x einmal das gleiche ist wie plus 2. Und wenn wir jetzt nach x auflösen, also plus x rechnen und minus 2, dann erhalten wir x ist gleich 33 als erste Lösung. Und wir haben noch eine zweite Lösung, die wir resubstituieren müssen. Also 35 minus x ist gleich minus 2. Und wenn wir plus x rechnen und plus 2, dann erhalten wir für x gleich 37. Und damit besitzt unsere Gleichung zwei Lösungen, nämlich 33 und 37. Alles Gute, alles Liebe, euer Jagdmeister X.